Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon's Dogma mit mir, der Steffi. Und zwar habe ich jetzt alle unsere Aufgaben, die wir noch im Inventar haben, nachgeschaut. Alle zeigen mir diese blöde Schloss Ernst an. Und deshalb, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich jetzt zum Herzog gehen. Ich habe keine Lust, mich da jetzt mit so auseinanderzusetzen und jetzt auch noch nach den Quests zu suchen. Nee, das ist nicht so meins. Also wenn ich nicht hingeführt werde zu den Quests, die ich dann auch erledigen kann, wenn man mir jetzt anzeigen würde auf der Karte hier, da und da ist, keine Ahnung, ne, da und da musst du hin, um halt diese Chimären, dort leben noch Chimären. Ne? Wenn man das auf der Questkarte nicht anzeigt, ja, dann ist das für mich nichts. Es mag viele geben, die das genauso mögen, ja, Spiele spielen, wo sie selbst alles herausfinden müssen. Ich bin nicht so. Ich mag das überhaupt nicht. Klar, man, ne, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber, nee, mag ich nicht. Jetzt gehen wir zum Herzog, mir egal. It will be my honor to show you the ready charges. The choice is yours. This is a high honor. Wondrous, his great, no, you will, if you have, I must be, knowing that, you are quite certain. No tasks left incomplete. No need for the license to the hunt. Understood. Then pray, enter the castle, sir. A guide awaits within to see you to his grace. So, gucken wir mal, welche Quest abgebrochen wurde. Oder ob es vielleicht ging jetzt ja doch nur um die Lindwurmjagd. Okay, könnte tatsächlich nur um die Lindwurmjagd sich handeln. Dann habe ich ja nochmal, oder haben wir ja nochmal Glück gehabt. Dann können wir nämlich bei weiteren Aufgaben, die Aufgaben irgendwie, vielleicht erledigt sich ja eine nebenbei noch so. Weil, wisst ihr, so habe ich gedacht. Okay, betreten. Dann gehen wir diese Folge zum Herzog. Ist doch cool, oder? Das Schloss des Verbieten ist Vasallen. Ah, okay. Wenn ihr das Schloss besucht, werden eure Vasallen draußen auf euch warten. Alles klar. Aber ich bin schon gut angezogen. Guck, ich hab... Ne? Wo muss ich jetzt hin? Ich gehe mal davon aus, hier rein. Wir gucken uns gleich mal ein bisschen um, oder? Wir gehen erstmal rein, oder? Ah, da wartet schon jemand. Tonight the Fisher Knight leaves the humble shores of home for the heady depths of Kart. Pray, let this token from humble Festy garner favor with the Leviathans within. Oh, tut tut, no time for thanks, friend. The Duke awaits. Sail on, dear knight, sail on. Look at the brave knight. Das ist aber nicht nett. Kann man mit denen sprechen? Word of your feats has reached us here, sir. You've the worm's own strength to cleft the Hydra's pate in one blow. No doubt you'll prove more than equal to the dragon. I await tell of your next victory. I cannot fathom his grace's waste of coin on such festivity, while our defenses stand bare. Just the same, I'll not refuse his wine. Wir gehen mal einfach mal alle kurz durch, ne? I'll grant such gaiety may unite the men and stoke them to greater valor. But do we truly have the time to lend such pursuits with a dragon upon us? Longevity can seem a curse when it means living to see such times. I fear your crown outshines my own. Hmm.
By my command, every road in Grancis shall be open to you henceforth as a member of the Worm Hunt. May your efforts help deliver us from the shadow of the dragon. As long as that damnable beast draws breath, I'll fain accept any help on offer. All right. Bei Hofe. Sehr schön. Nehmt euch das, der Herzog. Kann ich erstmal diese bescheuerte Kappe abnehmen oder ist das jetzt hier gewollt? Nee, wahrscheinlich ist es gewollt. Was soll ich mir annehmen? All through my reign, I foresaw the coming of this danger. And so I gathered men into armies, stones into strongholds. I readied for war. And then you were risen. You came to us, and the dragon with you. Pray, think on the meaning of that, and of your duty. Hm. Kommen jetzt hier überall ran hin? Ich will mal reden. Let us speak another time, sir. Okay. I've heard talk. You're the Arisen, eh? Hmm. It's quite an honor to be employed by the Duke himself. Danger stalks the capital even now. Are the rest of you truly blind to that simple truth? The Duke has seemed different of late. Oh, das Mercedes? Arisen. Hail, sir. It seems you truly stand apart from the rest of us. Some sneered when I presented the Hydra's head, said it was your feet alone that won it. In truth, I cannot deny it. I had no hand in it. Tis plain fact. But what of the enlistment corps, then? What meaning does our fealty hold? I have no answer to give my men. To give myself. Hmm. The sovereign of this land ill comprehends the urgency of the danger it faces. Ah, ich habe schon von ihm gesehen, dass er damit nicht so einverstanden war, gerade in der Sequenz. Und das ist der, den wir verfolgen sollten in der Stadt. This eve's empty pomp is ample proof. All gaiety, without a hint of real concern. I'll allow, 'tis well understandable. A people numbed by two generations of peace cannot be expected to know true resolve. 'Tis a lesson taught by fire and sacrifice. Pray, let his grace learn before the fire takes all. But I ought not speak in such bold terms before his grace. Das ist wohl wahr. So, wir hatten... So this is the Arisen. I see no difference in your mien than any other knight. Hm. Vielleicht gibt's keine. What is it you possess that sets you so apart? A hidden strength? Good fortune? Vielleicht der Fakt, dass das hier nur ein Computer... Ach, das geht zu weit. So, hier war der letzte, ne? If Duke Edmund judges morale that important, I'll attempt to enjoy myself. Okay. Schön. So, die anderen hatten wir ja. Sollen wir mal gucken, ob wir nach oben kommen und wenn ja, was da so ist? Ich hab Bock. Ich liebe Schlösser. Aber hier sieht es mir nur... Oh, guck mal. Hallo. Arisen, I would speak with you. Privately. This is not the place. 'Tis a conversation best had after dark. Okay. Meet me in the courtyard by night. Machen wir, machen wir. Was sind denn... Okay, hier wird einfach nur... Wir machen direkt hier was kaputt. Komm, erste Mal. Nö. Ich kann nichts nehmen, was nicht wichtig erscheint. Ja, Heilbrunnen. Nicht leere Flasche. Nö. Oh. Ich hab nichts gemacht. Die sind nur sehr, sehr zerbrechlich. Nee, komm. Lassen wir liegen. Boah, ich weiß. Ich glaube, ich bin die einzige Spielerin,
die wirklich alles liegen lässt. Aber wofür, weil es nicht anders geht und ich nicht wieder Lust habe, wenn wir hier rauskommen, wieder alles einzulagern, beziehungsweise vielleicht sogar mal was zu verkaufen. Okay, die uralte Schriftrolle nehmen wir. So, wir gehen jetzt hier einfach mal rum, ne? Das sieht ja jetzt nicht besonders aus, ne? Also, das sieht ja genauso aus, wie die Leute unten in einem Dorf leben. Da haben die es meist noch schöner. Flasche mit Öl nehmen wir auf jeden Fall, weil wir müssen immer nachfüllen. So, gehen wir mal weiter gucken. Privatgemächer des Herzogs. Ja. Vielleicht finden wir hier irgendwas Tolles. Ein Tonkrug. Fremdländische. Oh ja, muss ich. Weil das könnte. Na, wir gucken gleich mal. Augenklar. Wirksamer Grünlattig. Was ist denn hier? Haarbüschel. Echt jetzt? Noch ein Haarbüschel. Können wir nicht Gold finden oder sowas? Wann hört denn das hier auf? Wenn ich jetzt noch einen habe. Nee, komm, dann hören wir jetzt auf. Nee, kein Tonkrug. So, kann man hier durch? Leute, das ist einfach nur ein Fenster. Das sind keine Privatgemächer. Dazu hätte er ein Bett haben müssen. Hat er nicht. Das ist einfach nur so sein altertümliches Büro, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Mehr ist das nicht. Oh, die Tür geht auf. Hallo. Das ist der, ne? Versammlungshalle. Flammenbandtau. Weißer Likör. Das könnte was sein. Okay. Gehen wir wieder raus. So, eine Tür müsste es hier noch, glaube ich, geben. Besucherraum. Ja, jetzt finden wir Geld. Geil. Cool. Gut. Oh, ist hier noch was vielleicht? Ja, da war was. Eine Garnitur, aber ich glaube nicht, dass wir da. Wir gucken gleich mal, ne, bei der Garnitur. So, wir haben jetzt auf der anderen Seite da noch eine Treppe. So, gehen wir jetzt nochmal hoch, würde ich sagen. Vielleicht sind da die Gemächer, also die richtigen Gemächer, so mit Bett und so. Ja, ich weiß, da unten hat es geleuchtet, aber ich habe jetzt keine Lust, um ehrlich zu sein. Nein, hier ist nur so eine Art Tor und ein Durchgang zu einer anderen, zu einem anderen Turm. Großer Geldbeutel, leere Flasche, ja. Aber ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Gott, es geht ja hier weitläufig. Naja, wir nehmen zumindest die Truhen mal mit. Schon wieder ein Kriegshorn. Und Geldbeutel. Augenklar. Ja, nee. Da hat was geleuchtet. Flasche mit Öl. Ja. Manchmal sind solche Sachen irgendwie mehr wert. Weil man sie halt auch braucht, ne? So, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht einmal rum, oder? Weil. Also ich, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock jetzt rein. Eine Wachstation. Ein Tablett. Ja, so ein bisschen. Nee, die lassen wir stehen. Ein bisschen erkunden, ne? Ich bin eigentlich nicht so der großartige Erkunder. Aber so ein bisschen was interessiert mich natürlich auch, ne? Klar. Und genauso wie Geld. Goldbeutel. So, hier geht's eh nicht weiter. Ja, weiß nicht, sollen wir noch auf die andere Seite da gehen? Weil an dem Turm
Oder kommen wir hier eine Etage tiefer, glaube ich, auch? Nee, da waren wir. Ich glaube, eine Etage tiefer und dann kommen wir hinüber. So, diesen Turm hier. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon rein dürfen. Schlafgemach der Herzogin. Okay, sie wird im Turm. Das ist aber merkwürdig. Die Herzogin wird im Turm untergebracht. Ich weiß ja nicht. Aber ein schönes, großes Bett hat sie. Ist trotzdem merkwürdig, findet ihr nicht? Und dann noch eine Wache da. Ja gut, eine Wache davor, aber weiß nicht. Oh, guck mal da unten. Können wir da mal nachgucken, was da so gibt. Dazu müssen wir aber raus. Ja, ich denke mir mal, das war dann jetzt auch alles, ne? Was da, was hier im Schloss, glaube ich, war, oder? Ja, nach unten ging es ja irgendwie nicht, ne? Zumindest habe ich jetzt keinen Eingang gefunden. Aber hier gibt es ja auch noch Räume. Wartet mal, da nicht. Hier gibt es noch Räume. Oh, da gibt es sehr viel. Oh Gott. Wie geil. Also ganz ehrlich, wenn ich gerne was erkunde, dann sind es Räumlichkeiten eines Schlosses. Oh nee. Ich suche nach Gold. Das ist der Vorraum. Okay, aber da war, glaube ich, noch... War da noch eine Tür? War, glaube ich, noch eine Tür. So, wir kamen ja von da oben. Ja, genau. Eine Küche muss es ja auch noch geben, irgendwie. Das sieht mir aber irgendwie nicht danach aus. Ah, eine Truhe. Bitte Geld. Ey, hallo? Kriegshorn. Na ja, komm. Oh, was ist das? Nee, eine luftdichte Flasche. Ich weiß, es ist für große Fische. Die wird... Aber die ist sehr schwer, die Kackflasche. So, weiter runter. Achso, da geht's nach draußen. Gut zu wissen. Das wollten wir ja auch. Aber andere Seite möchte ich nochmal lang. 100 Orte besucht. Geil. Guten Tag. Guten Tag. Boah. Also Schlösser erkunden, das finde ich geil. Und wenn es dann noch so eine Art Geheimtüren oder sowas gäbe, boah. Aber da kommt, glaube ich, auch das raus, weil ich ja selber gerne baue. Auch mittelalterlich gerne. Oh, da geht's aber tief runter. Ich glaube, da brauchen wir doch ein bisschen Licht. Aber wir müssen eigentlich... Hoffentlich geht's hier nicht weiter, weil da oben das Verlies. Hallo, hallo, hallo. Die haben da oben gesagt, ich soll das hier machen. Versteht ihr? Skelettschlüssel, warum brauchen wir den nicht kaufen? Und hier, das ist der, der uns immer freikauft. Der könnte mal unsere... Ich gehe mal, bevor ich hier reingehe, einmal kurz auf die andere Seite. Da war nämlich noch eine Tür. Und dann gehen wir unten lang. So. Wo kamen wir denn her? Hier ist ja der Vorraum von der anderen Seite. Genau. So, und da ist nämlich noch eine Tür. He'll go no further. Also da darf ich nicht lang. Darf ich hier unten lang? Ja, hier komme ich auch raus. Gut, das ist gut zu wissen. Aber ich will jetzt in das Verlies gehen. So, aber dann haben wir jetzt mal alles im Schloss mal einmal durch. Finde ich cool. So ein bisschen verwinkelt und gucken, wie die Räumlichkeiten auch eingerichtet sind und sowas alles. Das ist geil. Ich spreche ihn jetzt mal nicht an.
Oh, hier unten drunter müsste auch noch ein Verlies sein. Das ist auf jeden Fall das Verlies, wo wir schon waren. Fehlt der passende Schlüssel. Okay. Fehlt der passende Schlüssel. Also gibt es mehrere Verlies? Ziegel. Gibt es mehrere Verliestüren? Wir sprechen ihn hier nochmal an. Weil er kennt ja uns wieder. The noblest of convictions can't fill a man's belly as well as the basest coin, eh? Aha. Er kann sich anscheinend nicht an uns erinnern. Muss an unserem Hut liegen, den ich irgendwie nicht ablegen kann. Aber gut. Nicht schlimm. Wir gehen jetzt noch draußen. Ich habe da doch ein Pavillon gesehen. Den möchte ich mir gerne angucken. Das heißt, wenn der Typ uns jetzt hier rein durchlässt. Ja. Schön sieht das hier aus. Wer ist er? Oh, eine Sichel. Hi. 'Tis a mercy there's work to be found given the times. Könntest du, wenn du mit mir redest, mich bitte anschauen? Das ist ja sehr unhöflich, ne? Oh, eine Truhe mitnehmen. Und dann nur so ein blödes Amulett. Und hier ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Turm. Ja, irgendwas mit Aussicht habe ich aber keine Lust. So, gut, dann gehen wir einmal rum. Wir machen hier denen alles kaputt, ey. Oh, hier ist auch was. Hier muss es doch so im Untergrund noch Dinge geben. Leute. Das ist vorne. Was, unsere Zwillingsschwester? Was ist das? Das war jetzt so dunkel, ich konnte das nicht sehen. Nein, Stein wollen wir nicht. Okay, wer ist denn da? Das wird die Herzogin sein. Nein, kein Amulett. Wartet. Ich wollte erst sagen, wartet. My, my. Apologies, dear warrior, but to see a face austere as the castle walls adorned with this. Still, 'tis more agreeable than the endlessly dour air of most of my husband's sawn swords. Valor dwells in the heart, after all. The brave ought not need their raiment to speak for their mettle, no? Hail, dear warrior of the lovely helm. Ja, schönes Kleid übrigens. Nicht, dass ich dasselbe jetzt gerade an hätte, aber auch blond und so, ne? Aber ja, Eleanor. I fear I am remiss in asking your name, sir. Jo. Hast du. Die gute Frau hat anscheinend einen Auftrag. Arisen? You must forgive me. I fear I am grossly ignorant in matters of war. Eigentlich ich auch. I had thought all who fought shared the title warrior. Ja, dachte ich auch, aber pst. Okay. Irgendwie hat das was mit irgendeiner Quest zu tun, aber irgendwie geht das nicht. Warum nehme ich eine Flasche mit Wasser mit? Ich lasse so viele Sachen liegen, aber die Flasche mit Wasser nehme ich mit. Leute, wir haben uns jetzt hier echt richtig dolle umgesehen. Außer halt in den Burgmauern nicht. Wobei, wenn irgendwo Licht brennt bei einer Fackel, dann wird dort ein wichtiger Raum sein, habe ich mir gedacht. Das habe ich nicht gelesen. Aber das habe ich mir gedacht. Wie Gold. Banner. Braucht man diese Banner für irgendwas noch? Ach ja, komm. Folge ist eigentlich schon. Oh Gott, wer ist das? I get to think in times like these. What aim does a man's life serve? Sehr gut drüber nachgedacht. Sehr gut in Frage gestellt. So, was haben wir hier?
aus wie so ein kleiner Landeplatz. Da drunter ist nichts, ne? Ne. Ja gut, dann haben wir ja erstmal alles erkundet. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir bei Nacht dorthin, wo der Typ da sich mit uns treffen will. Kurz mal drauf gucken. Erfahrene Vertreter der Heiligen Befehlen, hä? Die ihr nun ausführen dürft. Befehlen. Ah, okay, wir müssen noch was fragen. Ja, da müssen wir noch Aufträge abholen beim nächsten Mal. Genau, den Schlossgarten auf und hört euch an, was Kämmerer Fädel zu sagen hat. Okay, diese zwei Sachen werden wir werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Und Gott sei Dank, unsere ganzen Quests sind alle noch da. Ich glaube, das hat sich nur mit dieser Lindwurmjagd-Quests, die vier Stück. Wenn wir da den Herzog getroffen hätten, wären die weg gewesen, denke ich mir mal. Und darum ging das. Wir haben ja schon fast Nacht nicht. Naja, egal. Ja, also, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach kurz. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.